mal als Hoster zu verstehen. Der Titel ist vielleicht ein bisschen missverständlich, wurde mir erzählt, nahegetragen. Warum geht es in dem Talk? Worüber geht es in dem Talk oder Diskussion eigentlich in Wahrheit? Ich gebe kurz einen Abstrich über meinen Werdegang als ISP oder als Hoster halt, um eine Basisgrundlage zu schaffen, was ich weiß, was ich tue und warum und worüber ihr mit mir reden könnt. Dann gibt es, welche anderen Wege es gibt, Hoster zu werden oder zu sein. Dann die spannenden Themen Kosten und Ertrag, ob es sich auszahlt. Kurz über mich, also kurz, länger eigentlich. Ich heiße Harald Leitner. Ich bin Inhaber von Eitronic, wurde 2002 gegründet. Seitdem mache ich Webseiten und entsprechend das Hosting dazu. Ich bin Joomla-Entwickler seit Mambo. Ich bin Joomla-Stack-Exchange-Moderator. Solltet ihr viel verwenden, weil es ist noch immer in Beta und es kann nicht sein, dass WordPress und Drupal eigene Stack-Exchange-Seiten haben und wir nicht. Wir brauchen ein bisschen mehr Post-Fragen. Dann bin ich noch Mitglied vom Joomla Bug Squad und vom Joomla Security Strike Team. Außerdem bin ich einer der Organisatoren der User Group Wien und auch Organisator von Joomla Day 2019 in Wien. Und ihr seid alle herzlich eingeladen hinzukommen. Am 29. bis 30. März. So cool. Ja. Der letzte war im Dezember, glaube ich, was nicht ganz so schön war. Fand ich zwar nicht, aber ja. Wir haben uns anders entschieden diesmal. Eitronic als ISP. Oh, das ist geil. Wie gesagt, ich bin seit 2002 Webhoster. Meine primäre Zielgruppe sind klarerweise Kunden, für die ich auch Webseiten mache. Das ist der primäre Grund, ein Hoster für alle möglichen Leute zu sein, die vorbeikommen und herum und einfach jetzt um 3 Euro eine Webseite hosten wollen, ist aus meiner Sicht ziemlich aufwendig und muss alles über die Masse gehen. Und Masse ist nicht unbedingt meins, ich habe lieber Qualität statt Massen-Ding. Mein Weg. Achso, jetzt habe ich den ganzen Tag vorgegriffen. Geil. Jeder fängt klein an, auch wenn man es nicht gern zugeben will. 2002 habe ich mit einem Server in meinem Keller begonnen, mit heißen 3 Kunden. Hat funktioniert. Danach wurde die Zielgruppe besser definiert. Eben, wofür ich dieses Webhosting anbiete, wie schon gerade erzählt, eben primär für meine eigenen Webprojekte oder Webkunden selbst. Der Weg im Detail, wie gesagt, Server im Keller. Danach ging es weiter zu einem Server in einem Rechenzentrum. Das war ein HE, selber gebaut aus Consumer Hardware. Danach geht es weiter. Sorry. Danach ging es halt weiter zur 10 HE. Auch wieder im Serverhousing mit mehreren Servern. Dann 21 HE und Offsite Location Backups und halt eigentlich ja, immer so weiter. Also klein, organisch gewachsen sozusagen. Der Hardware-Weg war entsprechend dem der Location. Begonnen mit Consumer Hardware, weil jung und wenig Geld. Danach der selbstgebaute 1HE-Server, hat gute Dienste geleistet. Nächster Schritt ging dann stark in Professionalisierung mit dedizierter und redundanter Firewall. Danach
Server mit Server, Enterprise Hardware mit 4 Servern drinnen, danach 8 Server und so weiter und weiter. Dann kamen auch Backup-Server hinzu, die nicht unwichtig sind. Bringen zwar im Betrieb genau nichts, aber sind wichtig. Es wurde dann, wir haben Kunden von Server übernommen, Server von Kunden übernommen, andersrum. Auch nicht schlecht. Ja, es ging dann mehr in Richtung Virtualisierung und ja, es werden eigentlich permanent neue Server gekauft, weil notwendig und alte ausgemustert. Softwareweg ist für mich sehr, sehr simpel. Ich setze auf Servern ausschließlich Debian ein. Mein Laptop läuft unter Ubuntu. außerdem Apache. Ich sehe wenig Bedarf für schöne Sachen wie Nginx oder schieß mich tot. Light HTTP. Dann immer MySQL, also ich habe kein Postgres, außer für spezielle Applikationen. Weil der Grund ist, immer man muss das Know-how haben, um die Sachen zu warten. Ein MySQL-Server in Betrieb zu nehmen und zu halten, ist schon unpackbar aufwendig. Und mit Postgres habe ich extrem wenig Erfahrung, also genau das gleiche Problem wieder. Ich müsste mich damit genau auseinandersetzen, wie macht man was, wie macht man Backups, wie skaliert man den Blödsinn, wie macht man Replikation und so weiter. Weiters fahre ich das Konzept One Box, One Service. Das heißt, auf einer Maschine läuft ein Dienst. Das heißt, ich habe einen MySQL-Server, auf dem läuft nur MySQL und das war's. Ich habe einen Webserver, auf dem läuft nur Webserver. Ich habe einen MX-Server, der kümmert sich nur um eingehende Mails. Ich habe einen Submission-Server, der kümmert sich nur um ausgehende Mails. Dann gibt es noch einen Mail-Storage, da läuft Dovecat drauf, der kümmert sich nur um das Aufheben von Mails und stellt halt POP3 und IMAP zur Verfügung. Und so geht es halt weiter. In Summe läuft sich das derzeit auf 80 Maschinen, circa. Das geht mit Hardware natürlich eher schlecht. Drum wurde begonnen vor ein paar Jahren der Umstieg auf virtuelle Maschinen und dementsprechend HA-Cluster einzusetzen. Verwenden tue ich dafür Proxmox. Das ist eine freie Open Source Software, wo die Entwickler in Wien sitzen. Einige kenne ich auch davon. Und ziemlich stabil und es läuft unter Debian. Also auch hier wieder ganz okay. Proxmox bietet eben HA-Cluster an. Das heißt, wenn ein Node ausfällt von diesem Cluster, werden alle VMs zum anderen Node transferiert und dort neu gestartet. Und die Verfügbarkeit sollte sich, also der Ausfall sollte sich im Minutenbereich bewegen, wenn überhaupt. Dazu ist noch ein weiterer Ansatz, die Spaltung pro Kunde. Was bedeutet das? Ich habe auf einem Webserver mehrere Kunden liegen. Klar. Allerdings hat jeder Kunde seinen eigenen Apache in einer eigenen abgeschotteten CH-Root oder Jail. Das heißt, selbst wenn dem seine Website gehackt wird oder sein FTP oder was auch immer, er kommt nicht raus zu anderen Kunden. Solange der Kernel funktioniert, wie er sollte. Ja. So viel eigentlich zu mir. Weiter geht's mit den möglichen Wegen. Wir haben jetzt entweder die Möglichkeit zu sagen, wir wollen Webhosting für unseren Kunden anbieten, als Reseller von einem anderen Hoster.
Finde ich ganz nett, finde ich hübsch, das sollte man lassen, finde ich. Weil man hat eigentlich nur Probleme damit, man hat den Supportaufwand. Jedes Mal kommt der Kunde zu einem und ruft einem an, das geht nicht. Das heißt, man ruft, geht selber an, schaut, warum geht das nicht, kommt drauf, der Hoster hat das Problem, man schreibt ein Ticket beim Hoster, der antwortet wieder, währenddessen ruft der Kunde noch zweimal an. Kann man machen, aber finde ich jetzt nicht so spannend persönlich. Es hat den Vorteil, dass man das eigene Leben ein bisschen leichter macht, weil man nicht auf irgendwelchen Hostern seine eigenen Webseiten installieren muss und dann wieder mit dessen Problemen zu kämpfen hat, wie falsche PHP-Version, zu hoch, zu niedrig, Exchange ist nicht installiert, wie auch immer. Dann der zweite Punkt, gemietete Hardware. Ich habe eigene Server, auch konzeptbedingt, weil ich alles von A bis Z machen will im Endeffekt. Da stehen wir bei der Frage gemietete Hardware. Fertiger Software-Stack, sowas wie Flask oder cPanel oder irgendein andere fertige Ding, die einem der Server fertig konfiguriert. Oder mit einem eigenen Software-Stack. Ihr dürft raten, was ich habe. So ist es. Der dritte Weg ist eigene Hardware und auch hier wieder fertiger Software-Stack, fertiger oder eigener Stack. Eigene Hardware hat noch eine besondere, schöne Problematik. Eigene Hardware heißt um 3 in der Früh aufstehen, wenn die Hardware ausfällt. Wenn man keinen HA-Cluster hat. Ich schlafe viel besser seitdem. Aber am Ende sind für alle diese Wege eines entscheidend und das ist Wissen. Das Problem ist, man muss einen ganzen Haufen wissen. Das ist ein Auszug von Protokollen, die es so gibt, im Web oder im Internet überhaupt und mehr. Prinzipiell, wenn man sagt, ich will Hoster werden, muss man zumindest alle kennen, einige besser, andere noch besser und die ganz wenige perfekt. Das ist zumindest meine Ahnung, weil es gibt zu viele Hoster, die sagen, ich hoste das und in Wahrheit, wenn du mit ihnen nach 5 Minuten redest, weißt du, ah ja, okay, der hat keinen Plan, danke. Was muss man wirklich wissen? Wie immer, depends. Man sollte zumindest Grundkenntnisse haben, wie das Internet funktioniert, wie Netzwerke funktionieren, was die Kunden wollen, was E-Mail ist, was E-Mail-Klienten sind, weil man kann sagen, ja, ich biete Webhosting an, aber ich biete kein E-Mail-Hosting an. Ist super, ist viel besser in Wahrheit, funktioniert nicht. Weil, wie wir schon in mehreren Talks gehört haben, die Kunden wollen alles aus einer Hand haben. Die wollen einen Ansprechpartner haben. Da gibt es zwei dramatische Probleme bei diesem Wissen von um das Know-how von Web und Mail. Meiner Meinung nach ist Mail bringt wenig Geld, weil sie kriegen doch jedes Mal, wenn sie Internetverbindung sich anschaffen, die DSL-Anschluss, kriegen sie doch ihre Mails gratis dazu. Die Wahrheit ist, Mails zu hosten macht gar keinen Spaß. Der Aufwand ist enorm, Backup ist enorm. Du hast Outlook als Client, was eigentlich eine einzige Tragödie ist, wenn du nicht gerade ein Exchange verwendest als Serverplattform. Das ist auch ein Problem, ja. Microsoft-Server sind wieder ein eigenes Thema für sich. Wie man sieht, ich bin sehr in Richtung Open Source unterwegs, einfach aus den Gründen, wenn irgendwas nicht passt, kann ich selber fixen. Also auch meine PHP-Logic, ich habe PHP auf den Servern von 5.2 bis 7.3 RC5, die gestern rauskam, ist deployed bei mir, kann jeder Kunde verwenden. Warum habe ich das?
Ha, weil es kann? Nein, weil es muss. Ich habe Webprojekte, die laufen noch unter PHP 5.3. Ich habe Kunden, nein, 5.3 ist falsch, 5.6 oder so, 5.5, wo es keine Wartungsverträge gibt, was ich übrigens nicht mehr mache, wo ich nicht der bin, der die Webseite gemacht hat, also ich verkaufe auch Webspace für andere Agenturen, wo es vielleicht die Webagentur gar nicht mehr gibt, die es eigentlich gemacht hat und ich mich nicht darum kümmern will. Ändert nichts daran, dass ich diese Versionen aktuell halten muss. Und da ich PHP mit Mod PHP einsetze, gibt es da so ein paar Kleinigkeiten, die zu Problemen führen mit Rechte-System und in dem Fall habe ich PHP gepatcht, um dieses Problem zu umgehen. Und das könnte ich bei einer Closed Source Software einfach nicht tun. Das ist der Grund, warum ich auch kein Microsoft einsetzen würde, wenn es umsonst wäre. Ja. Kosten. Depends. Klar. um mal eine Basis zu legen. Ich kann primär aus dem österreichischen Raum sprechen. Da ist das Kaufen von echter Hardware mit echtem Space sicher um 30-50% teurer als in Deutschland. Was ich gesehen habe, keine Ahnung, ein HE kostet 90 Euro bei Hetzner oder so. Nur würde ich zum Beispiel auch wieder nicht in so ein Rechenzentrum gehen, egal ob das jetzt Hetzner ist, 1 und 1, Domain Factory, ist überhaupt gerade ein bisschen komisch. Also ich habe meine Server bei UPC, im Rechenzentrum in Wien. Es hat den Vorteil, dass ich alle Kabelkunden in Wien quasi instant erreiche, weil beste Anbindung, die möglich ist. Und UPC ein sehr unfreundlicher Peering-Partner ist, was dazu führt, dass kleinere ISPs nicht mit UPC direkt peeren müssen können, sondern über Umwege. Was Peering bedeutet, das sollte man auch wissen. Aber da geht es eigentlich nur darum, wenn zwei ISPs miteinander reden. Das ist ein Peering. Ein 3-Node-HA-Cluster, so wie ich ihn betreibe, also einen davon, den ich so betreibe, mit ungefähr Terabyte Speicherplatz, genügend Rechenleistung, so irgendwo was 32 bis 40 Cores, eben mit 3 Servern kostet um die 15.000 Euro. Eingesetzt, wie schon erwähnt, mache ich Proxmox. Proxmox stellt zur Verfügung Ceph. Ceph ist ein verteiltes Dateisystem, was redundant ist. In dem Fall, so in der Konfiguration, wie ich es fahre, ist auf allen 3 Noten immer der gleiche Datenstand. Das heißt, selbst wenn wir 2 Nodes wegbrechen würden, würde zwar der Cluster nicht mehr funktionieren, weil er kein Quorum hat. Das sind auch alles Begriffe, die man können sollte, könnte, möchte, wissen. Aber zumindest habe ich die Daten noch und könnte manuell in Betrieb nehmen. Also sind wir irgendwo bei 15.000 Euro. Was man als Startbudget annehmen soll. Möchtest du was sagen? Pro Maschine? Nein. Speicherkapazität ist teuer. Auch wenn man sagt, was kostet mich eine 4 Terabyte Platte? Kostet mich 60 Euro, 90 Euro. Consumer Hardware möchte man nicht einsetzen. Außer viel davon. Das geht auch, wenn man Redundanzen hat. Wenn man auf Stromkosten achten muss, wenn man auf Platz achten muss, dann ist Enterprise Hardware oder zumindest nahe Enterprise Hardware ein besserer Ansatz. Was kostet Internet an sich?
wenn ich zu einem Rechenzentrum gehe, von Domain Factory oder Ding oder Hetzner oder ich will nicht immer die gleichen nennen, schrecklich, habe ich Internet dabei. Ich habe dort einen Shared 1 Gigabit Link. Wahrscheinlich. Mit Traffic Limit dabei. Je nach Hoster. Könnte man sagen, puh, 1 Gigabit ist ein Gigabit ist nicht viel. Die Wahrheit ist, Gigabit wird nie ausgelastet. Du brauchst als Hoster wahrscheinlich 100 MB reichen vollkommen. Sobald du große Dateien hostest oder dergleichen, bist du wahrscheinlich besser beraten, zu einem Content Delivery Network zu gehen und das dorthin auszulagern. Nichtsdestotrotz kriegt man, wenn man möchte, wirkliche Gigabit um 250 Euro. Da kriegt man dann wirklich nur Internet. 10 Gigabit kriegt man um 1300 Euro, sowas. Von HiNet zum Beispiel. Da geht es dann darum, die geben dir ein Kabel und du musst mit ihnen PGP sprechen. Dann vorher irgendwo auf einer Folie. So. Also sind wir im Monat von so einem kleinen Cluster mit 10 HE Kosten in Österreich um die 450 Euro im Monat mit 15 Terabyte Transfer Limit. Das machen sie auch gerne, dass sie in einem Rechenzentrum dir sagen, ja, du kriegst ein Gigabit, kein Thema, aber du darfst nur 15 Terabyte Traffic machen. Dann beginnt man zu rechnen, was sind 15 Terabyte Traffic für mich? Indem man sehr simpel 15 Terabyte durch 1 Gigabit, 30, 24, 60, 60 dividiert, kommt man raus, aha, ich habe eine reale Bandbreite eigentlich nur von 80 Mbit oder so. Keine Ahnung, hab's nicht nachgerechnet. Das ist das, was ich die ganze Zeit anfangen darf. Was passiert, wenn ich mehr Traffic mache? Alles zu berücksichtigen. Bei uns kostet 1 Gigabit Link zusätzlich 150 Euro mit 95,5 Auslastung. 95,5 heißt, du darfst maximal 5% der Zeit über 95% der Leitung auslasten, glaube ich. Ja. Dazu gibt es noch ganz spannend Stromkosten. In diesem Paket um 450 Euro sind 1,2 Kilowatt im Monat dabei. Das ist nicht viel. Und Strom ist wirklich teuer. Ja, also sagen wir, wir haben Grundkosten von 15.000 Euro und zusätzlich 450 Euro im Monat, wenn wir es Basis angehen. Es gibt aber in den USA, geht es dann erheblich billiger. HiNet bietet dort an, das erste Rack mit 42 Höheneinheiten, ein Gigabit Uplink flat um 400 US-Dollar. Diese andere Liga bringt uns überhaupt nichts, weil eine Latenz von 200 Millisekunden macht niemanden hier glücklich. Gut. Ich will eine Folie. Cool. Diskussion. Es fehlt der Ertrag. Ich konnte unterschlagen. Was verdient man damit? Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Nein. Der Weg ist relativ beschwerlich. Wenn man wenig Kunden hat, macht man ein Verlustgeschäft. Ab einem gewissen Zeitpunkt kippt es und macht eigentlich immer mehr Gewinn, sozusagen. Das heißt, also ich bilanziere seit ein paar Jahren positiv.
Ganz einfach. Allerdings ist das nicht mein Hauptaufgabenbereich, sondern ich mache eigentlich primär Webseiten und verdiene sehr viel durch das Abschließen von Wartungsverträgen von Joomla-Webseiten, die auch das Hosting im Endeffekt bei mir machen. Ich verlange für Mails pro Gigabyte, weil das reale Kosten sind, die entstehen. Die teuersten Kosten bei Mails ist das Backup. Niemand sieht ein, wenn er Mails verliert. Und Verfügbarkeit ist eigentlich das A und O am Ende. Vor allem als kleiner ISP kann man sehr gut punkten, indem man immer erreichbar ist. Also mich erreicht man auch am Sonntag, wenn es sein muss. Ich habe einen Mitarbeiter, den erreicht man nicht am Sonntag. Gut. Fragen? Beschwerden? Nein. Nein, habe ich nicht. Dafür habe ich HA-Cluster. Mir ist es wurscht, wenn ein Server ausfällt oder zwei. Ja, aber Serviceverträge von Servern kosten, keine Ahnung, 20% pro Jahr oder was? Wenn du drei Noten HA-Cluster machst und machst für jeden einzelnen Noten da drin einen Servicevertrag, das ist für dich billiger, du lässt es mit den Serviceverträgen sein, kaufst dort um dieses Geld Papier, die Maschine dazu und lässt die vierte Maschine produktiv mitbauen. So ist es. Das Problem ist, du zahlst 20% im Jahr nur für den Servicevertrag. Macht keinen Sinn. Braucht ein paar Wochen, ja. Braucht eine Woche. Okay. Aber es ist wurscht. Und so lange wurdest du reduziert, um zwei Nachtverschicht. Genau, so ist es. Okay. Also ich habe nicht nur einen Cluster, das kommt auch noch dazu. Ich habe mehrere Cluster auch noch dazu. Ne? Ja, genau, also mit dem Risiko. Damit lebe ich ganz gut, ja. Ja. Du musst sowieso deine Maschinen erst mit 100% auslassen. Du musst überall Luft haben. Wenn du eine Maschine in den Reboot gehen musst oder du machst irgendwas drin, müssen die anderen Maschinen im Cluster genug Ressourcen haben, um in der Zwischenzeit die Maschinen zu füllen. Hier nur Ersatzteil, Weisheit, der Tieferzeit, so Hardware, das unterscheidet langsam. Ja, aber es ist ja die Frage, vielleicht ein Problem. Aber es ist ja die Frage, wie du deinen Cluster aufpasst. Er hat vorher erzählt, dass er seine Server selber zusammenbaut und ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine Spezialhardware nimmst, sondern schaust, dass du möglichst von der Stange bleibst, weil die Maschinen von der Stange am leichtesten zu ersetzen sind. Ja, also im Prinzip habe ich eigentlich nur noch Supermicro-Maschinen. Und Supermicro braucht ungefähr 3-4 Wochen Lieferzeit. Wenn man das von außen geht, wenn man Supermicro nach einem Server muss ich dann einfach also selber dein eigenes Ersatzteillager sein. Wie lange kannst du den Server einsetzen, bis sie brauchen muss? Bis sie tot sind. Okay. Könnte man machen. Mache ich aber nicht, weil aber es stresst. Machst du alle 3 Jahre durch oder wie machst du? Naja, im Prinzip ist ein Zyklus, dass ich jedes Jahr nach Bedarf kaufe. Und es fallen dann halt alte Server einfach weg. Ja. Das ist eine gute Frage. Ja. In den letzten 3 Jahren hat sich performance-technisch in den CPU-RAM-Bereich nicht getan. Oh ja, es ist alles schlechter geworden. Durch Spectre. Ja, genau. Du brauchst einfach schönere, schnelle neue CPU-SSDs ein und dann läuft es einfach weiter. Genau so ist es. Peter. Ja, das war SSD. Are you also using SSD drives in your cluster? I have a mixed cluster. I have several Ceph pools, one with only NVMe SSDs, one with Enterprise SSDs, and one with SSHD, so hard disk with SSD cache as part of all main. I have also some. Also serial storage attached network device, welches auch HA verfügbar ist, ist eine MSA,
wo du zwei Netzwerkanschlüsse hast, zwei Nodes drinnen, komplett redundant fast. Als Shared Storage. Also ich verlasse mich auch nicht nur auf einen Software-Stack. Also ich habe nicht nur Safe-Cluster, sondern auch eben einen ISTC mit Multipath-Cluster. Speicherplatz ist das Lustige. Wenn du nicht Massenhoster bist, brauchst du nicht viel Speicher. Ich habe Summe 2 Terabyte auf dem einen Produktivcluster. Ja, auf dem anderen sind es glaube ich nochmal ein paar. Zwei, drei. Viel größer, ja, ja klar. Viel größer ist das Problem des Backup Storages. Da drehen dann halt locker ein paar, keine Ahnung, 40, 50 Terabyte auf einer anderen Location ihre Runden. Das ist das Schöne daran, die garantieren eine Verfügbarkeit von maximal 99,9%. Es ist nicht hoch. Relativ lange Downtime. Und in diesen Dingen sind normalerweise Upgrades oder solche auch nicht drinnen. Selbstverständlich. Okay. Ist nicht so geil, wenn das Linux-File-System crasht und du dir überlegen kannst, was machst du. In dem Fall war das aber noch sehr am Anfang. Und die Techniker damals von dem Provider, wo ich war, von der iNode, haben das Problem für mich gelöst. Also, wenn du da 2002, 2003, das war noch ein bisschen anders, kein Remote-Desktop, also kein Remote-Zugriff und so. Das war schon bitter. Aber 3 Tage hatte ich noch nie. I heard one time a story that in the Netherlands, the police seized the server because there were illegal stuff was on it. And instead of taking only the server that was necessary, they took the whole 90 inch back to the whole server, all the company as well. XS4, I think. This was XS4. The web. How is your server? Are they also in a separate web or something else? My service is in a own WAC at UPC. So if the police came to me and get my servers, I'm pretty sure I have a problem. I have backup offset. It would take several hours to get it running again, but that's another problem. Wenn Unity Media oder jetzt T-Mobile pleite macht, dann haben wir alle ein Problem. Nein, also UPC ist Unity Media gewesen und das wurde dieses Jahr verkauft an T-Mobile Austria, was eine Tochter von Telekom, der Deutschen Telekom ist. Also, und ich bin dem zu 100% ausgeliefert, ja. Das wird sich allerdings in näherer Zukunft ändern. Das, dann hat halb Wien kein Internet. Also ja, klar, aber wenn es passiert, passiert es. Also du hast keine Garantie dafür. Ganz nee, simpel. Ich meine, du hast keinen zweiten Backup-Standort. Dadurch, dass ich im Rechenzentrum von UPC bin, ist eine zweite Leitung relativ teuer. Also du meinst, andere Redundanzen über mehrere Standorte hinweg sind nicht leicht zu realisieren. Aber selbst das wäre jetzt oder wird demnächst möglich, weil es verschiedene Ebenen gibt von dem ganzen Zeug. Und ich jetzt noch die IP-Adressen von UPC habe. Aber Wipe-Mitglied wäre, meine eigene IP-Adressen mir hole und unter Umständen umziehen an ein anderes Rechenzentrum mit mehreren Carriern. Jo. So wie den Plan zumindest.
Das kann nur besser werden. UPC war jetzt nicht unbedingt immer gut. Was passiert mit deinen Kunden, wenn du? Naja, meine Firma hat noch Mitarbeiter. Also, sie können zumindest weg mit mir. Also die haben Zugriff und machen Updates und Wartung und dergleichen. Also, zwei. Also. No. Simply no. Now it goes. Also since I have an employee, it's possible. And also und Haragas macht das Ganze auch sehr viel einfacher, das zu tun. Aber als One-Man-Show kann ich eigentlich es schwierig empfehlen, jemandem das zu machen. Mit eigener Hardware vor allem. Heute noch mal Muster zu werden, ist kaum sinnvoll möglich. Ja. Du musst die extrem viel Geld in die Hand nehmen, musst spezialisieren, musst irgendwie was anderes anbieten, dann diese Tausende von Muster. So ist es. Es wird auch keinen Fall empfehlen, heute noch mal Muster zu werden. Da war es vor 15 Jahren, musst du so mit in den Markt einsteigen, da wollte jeder eine Webseite haben, hast du dann mitgelernt. Heute erwartet einfach jeder Kunde, ob er 1 Euro zahlt oder 100 Euro irgendwas hat, 100% zu verteilen. Das ist das Problem. Sie wollen um 3 Euro alles. Die Margen werden immer geringer und die technische Aufwand dahinter immer höher. Was sage ich jetzt im Vorteil als Kunden? Persönliche Betreuung. Das ist der einzige USB, den du als Kleiner haben kannst. Wenn du mich anrufst, hebe ich ab oder mein Kollege. Und der hat Zugriff auf die kompletten Systeme, also. Es gibt keinen, oh, das muss ich an Second Level melden, oh, der Second Level hat auch keine Rechte dafür. Geht es ans CoreNet-Team und so weiter. Also, so lustig ist das nicht mit meinem ISP, darüber zu diskutieren, ob jetzt das Routing-Problem bei ihm liegt oder bei mir. Aber Hosting.de bietet ja auch Dedicated Server, oder? Nee, wir machen keinen Blech mehr. Ah, macht ihr. Okay. Habt ihr das gehabt? Hattet ihr das? Ihr hattet es. Ja, ja, ja. 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 Und die Cloud ist keine Konkurrenz, nur so nebenbei. Wenn man sich die Kosten von Amazon anschaut, theoretisch sagt Amazon, dass es billiger ist, bei ihnen zu hosten, wenn man skalieren muss. Das ist aber genau der einzige Anwendungsfall. Wenn du eine kleine Webseite mit kleinem Aufwand hast, dann hast du so viel Basiskosten in der Cloud, dass sich nicht auszahlt. Wenn du eine hohe Auslastung hast, dauernd, dann hast du auch extrem hohe Cloud-Kosten, wo es sich dann wieder unter Umständen lohnen könnte, eigene Hardware, eigenes Equipment und dergleichen anzuschauen. Immerhin hat es sogar GitHub gemacht, nach langer Zeit zum Teil. Ja. Alle glücklich? Wollen alle ISPs sein? Oder bleiben? No, me not. No, not for my servers. They are all Cat5 or Cat6. My ISP use fiber, sure. But I have 10 gigabit connected between the servers and that's enough. Genau.
Also das sind der Safe Cluster, ein eigenes Backend-Netz mit 20 Gigabit und ein eigenes Public-Netz für nochmal 20 Gigabit. Genau. Jo. Wenig Fragen über Backups, was mich ein bisschen irritiert. Es läuft, ja. Der Florian hat mir gerade erzählt, dass er Probleme hat bei seinem ISP mit dem Backuppen von großen Datenbanken. Oder der ISP. Anscheinend Probleme damit hat. Backup ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Sachen, die du haben kannst, weil niemand versteht, wenn seine Daten weg sind. Zahlen wir uns aber komischerweise auch nichts dafür. Aber das muss man ihnen halt erklären, dass das nicht geht. Wenn du es anbieten, wenn man es gar nicht will. Ja, also wir machen auch, da wir auch zum Teil Systemadministration anbieten, haben wir Offset-Backups von Kunden-Locations auch. Also wir backuppen deren Server, die bei ihnen stehen, auch auf unserem Offset-Storage. Naja, das gibt es grundsätzlich. Aber wenn der Kunde nicht will und du hast ihn auf das Risiko hingewiesen, dann bist du außen vor. Ich garantiere auch keine Backups, weil du kannst Backups sehr schwer garantieren. Weil wenn dir ein Backup ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, siehst du es erst am nächsten Tag und du kannst das Backup nicht nochmal machen. Weil du Backups nur auf Platten oder auf DSGVO eigentlich eh kein Backup mehr zu machen, in Wahrheit. Wenn du es genau nimmst. Also schwierig. Nein, das sind drehende Platten, weil wir machen Backups mit Ben. Ja, Bänder sind es langsam. Na, wir machen Backups. Und zu teuer. Wir machen Backups ja mit Snapshots und Deduplication und das funktioniert auf Bändern wahrscheinlich auch, aber da kostet der Bandroboter wahrscheinlich mehr als mein ganzes Rechenzentrum. Also. Depends. In den Datenschutzbestimmungen stehen 30 Tage. In den Datenschutzbestimmungen stehen 30 Tage. Also je nach Service. Mails sind glaube ich 7 oder so. Ist halt auch schwierig, weil zu lange aufheben bringt nichts. Zu kurz aufheben ist auch ein Problem. Und mit 30 Tagen haben wir eigentlich den schönen Effekt, dass wir innerhalb dieser DSGVO-Regelung fallen, wo du ja innerhalb von 60 Tagen reagieren musst, wenn Daten gelöscht werden müssen. Damit fallen sie auch aus dem Backups raus. So gesehen ist die DSGVO gar nicht so schlecht. Auch wenn ich es überhaupt gut finde. Also. Ja. Gut, mein Timer sagt 45 Minuten. Gibt's noch 8 Minuten?